worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Und wir starten heute mit dem Bundeskanzler Karl Nehammer. Er ist jetzt bei mir zu Gast im Studio. Schönen guten Abend, Herr Bundeskanzler. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, Sie haben am Freitag Ihren Österreich-Plan präsentiert vor über 2000 Funktionären. Es gab durchwegs positive Kommentare auf diesen Plan. Aber ein bisschen auch die Frage, warum präsentieren Sie jetzt gerade diesen Plan? Sie sind seit 2 Jahren Bundeskanzler. Sie hätten ja einen Teil dieser Forderungen bereits umsetzen können. Nein, zum einen sind jetzt doch 2 Jahre auch Regierungsarbeit als Bundeskanzler vorbei. Wir starten in ein Jahr, das von den Medien schon ein Superwahljahr ausgerufen worden ist. Es finden tatsächlich eine Nationalratswahl, eine EU-Wahl, 2 Landtagswahlen, die Arbeiterkammerwahlen statt, 2 Städtewahlen auch noch dazu. Also es ist tatsächlich sehr viel los. Und aus meiner Sicht war es jetzt notwendig, auch mal aufzuzeigen, wofür steht Karl Nehammer, wofür stehe ich als Bundeskanzler, aber natürlich auch die Volkspartei, denn in der Regierung selbst ist man in einer Koalition und da ist natürlich immer das Thema Kompromiss, wie kommt man zu einem Verhandlungserfolg und damit schleifen sich natürlich auch Ideen ab. Mir war jetzt wichtig, meinen Plan für Österreich aufzuzeigen, wenn es sozusagen nach meinen Vorstellungen geht. Kritik gibt es auch an der mangelnden Gegenfinanzierung Ihres Plans. Da sind ganz viele Forderungen drinnen und vom Herrn Bartelt abwärts fragen sich alle, wie wollen Sie das finanzieren? Na, zum einen haben wir klargestellt, dass es Budget an sich ist immer ein System. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite Entlastung erzeuge, erreiche ich damit auch Effekte. Das heißt, wir wollen den Unternehmensstandort Österreich stärken durch die Lohnnebenkostenreduzierung. Lohnnebenkosten sind die Kosten, die ein Arbeitgeber hat, wenn er einen Arbeitnehmer beschäftigt. Das ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und Österreich braucht Wettbewerbsfähigkeit. Warum? Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt an den Export. Das heißt, der Export ist wesentlich und das heißt, die Produktionsgüter, die in Österreich hergestellt werden, müssen irgendwo auf der Welt gekauft werden. Und aus diesem Grund ist die Wettbewerbsfähigkeit da auch so ein kritisches Thema. Das heißt, durch die Lohnnebenkostensenkung wird es attraktiver, in Österreich zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen. Wir wollen bei den Arbeitnehmern auch da die Steuern weiter senken und vor allem die Überstundenbesteuerung komplett streichen. Das heißt, der mehr arbeitet, soll auch wirklich etwas davon haben. Und der bereit ist, Vollzeit zu arbeiten, über einen Vollzeitbonus auch dafür sozusagen die Anerkennung innerhalb von, also von 1.000 Euro dafür bekommen, weil es eben wichtig ist, dass mehr Menschen arbeiten und ins System einzahlen, um diesen solidarischen Wohlfahrtsstaat, wie wir ihn haben, auch tatsächlich erhalten zu können. Wenn sich jetzt die Punkte Ihres Plans durchliest, dann sind da wenige Punkte, die Sie wahrscheinlich mit dem aktuellen Koalitionspartner umsetzen können. Das beginnt bei dem Vollzeitbonus bis hin zum Thema Migration. Wie sinnvoll ist es denn überhaupt, mit den Grünen jetzt weiter zu regieren, wenn Ihr Plan mit diesem Koalitionspartner anscheinend nicht umsetzbar ist? Auch hier müssen wir differenzieren. Der Plan für Österreich ist eine Zukunftsansage, heißt, wo will ich Österreich als Bundeskanzler hinentwickeln bis 2030? Das Regierungsprogramm ist nach wie vor in Geltung. Wir haben ja neben den Krisen, die wir zu bewältigen hatten, trotzdem wichtige Reformschritte gesetzt. Wir haben die ökosoziale Steuerreform umgesetzt. Wir haben die kalte Progression, das ist dieser schleichende Lohnfraß, der Jahr für Jahr bei den Leuten das Geld weggenommen hat aus dem Geldbörsel, abgeschafft. Und das ist tatsächlich jetzt schon spürbar. Also das 2024er Jahr wird ein Jahr, wo die Menschen sehen, dass die Maßnahmen der Regierung auch tatsächlich Wirkung zeigen. Einerseits eben durch die Steuerreform, Abschaffung kalte Progression. Wir haben die Sozialleistungen, auch die Familienbeihilfe sind jetzt valorisiert. Das heißt, sie werden erhöht um 9,7%. Die Pensionen werden erhöht um 9,7%. Wir haben also Sorge getragen, dass das Ziel, das wir gemeinsam in dieser Regierung formuliert haben, dass wir die Kaufkraft erhalten in Österreich, trotz schwieriger Zeiten, damit erreicht. Sie haben vorhin auch die Frage gestellt, der Gegenfinanzierung für die Pläne im Österreich-Plan selbst. Hier ist auch klar, in dem Moment, wo ich Steuern senke, kann ich auch durch mehr Wachstum wieder mehr Steuereinnahmen generieren. Wir haben in Österreich gerade wegen der Krisenjahre der letzten Zeit sehr viele Unterstützungsleistungen gebraucht, damit Wirtschaften weiter möglich ist. Denken Sie an das Thema Kurzarbeit, Umsatzersätze wegen Schließungen etc. Das wird jetzt sukzessive zurückgenommen und wir wollen wieder hin in den Weg der Investitionsprämie, dort, wo tatsächlich Unternehmen in den Wirtschaftsstandort investieren, diese auch dabei zu unterstützen. Und was mir ganz wichtig ist, weil das dazugehört, Frage war ja, wie finanzieren wir das alles in Zukunft beim Österreich-Plan,
Da gehört als dritter Punkt dazu, dass wir auch die Einwanderung ins Sozialsystem nachhaltig stoppen müssen. Es gibt von mir dazu einen konkreten Vorschlag, Sozialleistungen erst nach 5 Jahren Aufenthalt in Österreich. Gibt es Vorbildländer wie Dänemark, die das bereits umgesetzt haben. Und die Summe der Maßnahmen ermöglicht die Gegenfinanzierung. Was haben wir mit den Grünen jetzt noch vor? Wir haben letztes Jahr angekündigt, 100 Kassenärzte mehr zu haben. Sie wissen, das Gesundheitsthema ist ein großes. Es hat die Pflegereform gegeben. Es ist aber noch immer so, dass die Menschen zu lange auf Operationstermine warten, auf Untersuchungstermine. Daher braucht es eine Offensive, dass mehr Ärztinnen und Ärzte zur Verfügung stehen. Als wir das angekündigt haben, dass ich angekündigt habe, dass es 100 Kassenärzte mehr geben soll, war die erste Reaktion von vielen, wird nicht möglich sein, wo sollen die Ärzte herkommen, das kann alles nicht funktionieren. Die Wahrheit ist, wir haben auf die 100 500 Bewerbungen bekommen. Wir werden also den nächsten Schritt jetzt gehen, weil Sie gesagt haben, was haben wir noch vor? Die bestehenden 100 Kassenärzte sollen noch einmal jetzt 100 dazukommen, also auf 200 aufstocken. 800 ist das Ziel bis 2030. Wir haben das Thema Sky Shield, da ist der Raketenschutzschirm, der jetzt in die Umsetzung kommt. Das ist für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher wichtig. Wir haben das Thema Transformationsfonds, das ist ein technischer Begriff, dahinter verbirgt sich, dass wir die Industrie dabei unterstützen wollen, weiter zu investieren, um unabhängiger zu werden von fossiler Energie. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, wird aber gemeinsam getragen von der Wirtschaft und uns als Regierung. Also die Regierung auf der einen Seite hat noch genug zu tun. Der Österreich-Plan ist die Zukunftstangente bis 2030. Jetzt haben die Grünen scharfe Kritik an ihrem Plan geübt. Die EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling hat überhaupt gemeint, das ist der Österreich-Plan 1980. Ist das nicht eine besondere Unfreundlichkeit vom eigenen Koalitionspartner? Politik ist oft nicht freundlich. Das Entscheidende ist, dass wir in dem Österreich-Plan aus meiner Sicht die richtige Mischung gefunden haben. Und das ist mir als Bundeskanzler auch wichtig, zwischen ja, man muss die Umwelt schützen und ja, man muss einiges unternehmen, um den Klimaschutz auch voranzutreiben, aber mit Hausverstand und Vernunft, das heißt, weiter Investitionen zulassen, nicht durch Verbote alles regeln. Das halte ich tatsächlich für rückwärtsgewandt. Die Dampfmaschine ist nicht verboten worden, sondern sie ist durch eine effizientere Maschine ersetzt worden. Genauso müssen wir in Technologie und in Innovation investieren, damit wir tatsächlich einen Fortschritt erreichen, wenn wir sagen, wir wollen klimafreundlicher werden, raus aus der fossilen Energie. Aber es darf nicht mit der Brechstange erfolgen. Es darf den Wirtschaftsstandort Österreich nicht gefährden. Es darf die Menschen nicht überfordern. Es braucht nach wie vor Investitionen in den Straßenbau. Denn auch die Autos der Zukunft brauchen eben Straßen, auf denen gefahren werden kann. Und es braucht vor allem auch eine andere Diskussion. Es ist nicht entweder Investition in die Schiene oder in die Straße, sondern beides ist vernünftig. Wir haben ja das Klimaticket nicht erhöht und genauso auch die Autobahnvignette, damit wir auch da einen Beitrag leisten, damit die Inflation nicht so rasant steigt, sondern in Wirklichkeit hinuntergeht. Und das Klimaticket ist ein schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich eine sinnvolle Investition auch mit einem positiven Effekt endet, denn wir sind mittlerweile Bahnfahrer Nummer 1 in der Europäischen Union, das heißt CO2 einsparen. Und man merkt auch, dass die Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, auch schon Wirkung zeigen. Wir haben letztes und vorletztes Jahr schon deutlich weniger CO2 ausgestoßen. Das ist ein gemeinsamer Erfolg. Aber es muss eben vernünftig passieren. Es darf die Menschen und vor allem den Wirtschaftsstandort nicht überfordern. Aber wäre es nicht ehrlicher, jetzt in Neuwahlen zu gehen, im Frühjahr über Ihren Österreich-Plan abstimmen zu lassen, die Österreicherinnen und Österreicher, statt dass Sie jetzt bis Herbst noch weitermachen mit einem Koalitionspartner, der scheinbar diesen Plan diametral zu Ihnen sieht? Der Österreich-Plan, wie gesagt, hat die Zukunftstangente 2030. Viele der Maßnahmen wurden schon jetzt im Ansatz begonnen und müssen jetzt fortentwickelt werden. Das ist eben doch dieser klare Weg in der Wirtschaftsstandortfrage, Lohnnebenkostensenkung oder Überstundenbesteuerung ganz streichen. Was meine ich damit? In der Regierung ist es jetzt gelungen, mir als Bundeskanzler durchzusetzen, dass wir schon jetzt beginnen, die Überstunden machen, tatsächlich zu entlasten. Das ist aber aus meiner Sicht noch in einem viel zu geringen Ausmaß. Mein Plan ist es, das deutlich zu erhöhen. Und so gibt es viele verschiedene Richtungsentscheidungen, die aus meiner Sicht trotzdem notwendig sind, getroffen zu werden. Die Legislaturperiode, die Gesetzgebungsperiode endet im September. Und daher haben wir aus meiner Sicht die Verantwortung, den Österreicherinnen und Österreicher bis dahin zu dienen. Wann dann tatsächlich gewählt wird, entscheidet in dem Fall der Wahltermin dann im Herbst. Und in der EU-Wahl ist es ohnehin festgelegt, auch schon der 9. Juni. Aber das heißt, Sie schließen ein Vorziehen der Nationalratswahl aufs Frühjahr. Es gab ja auch Berichte, dass das zeitgleich mit der EU-Wahl stattfinden könnte am 9. Juni, das schließen Sie aus?
Also mein Plan ist, dass wir ordnungsgemäß die Regierungsgeschäfte weiterführen. Okay. Das heißt aber, die EU-Wahl wird vor der Nationalratswahl stattfinden. Da schaut es in den Umfragen derzeit nicht sehr rosig aus für die ÖVP. Sehen Sie da überhaupt eine Chance, dass die ÖVP bei der EU-Wahl noch Erster werden kann? Ja, weil wir haben mit Reinhold Lobatka einen sehr erfahrenen Kandidaten. Die Volkspartei ist die Partei, die sich massiv dafür eingesetzt hat, dass Österreich der Europäischen Union beitritt. Das war auch tatsächlich eine gute Entscheidung. Wir haben seit Jahrzehnten Frieden und Stabilität in der Europäischen Union. Wir haben auch einen hohen Wohlstand in Österreich erhalten und auch weiterentwickeln können. Jetzt geht es eher darum, aber gleichzeitig auch die EU weiterzuentwickeln, sie dort wieder ein Stück weit zurückzudrängen, wo sie sich zu breit gemacht hat. Wir sind überreguliert, wir haben wahnsinnig viele Vorschriften. Das beschwert auch die Wirtschaft wiederum, damit Unternehmertum möglich ist. Da braucht es einen erfahrenen Mann, der das anspricht. Reinhold Lobatka hat Jahrzehnte Erfahrung in der Außenpolitik, hat die Entwicklung vom Eisernen Vorhang weg hin zu einer friedlichen Union mit Erweiterung immer mitbegleitet und mitgestaltet, und deswegen bin ich zuversichtlich. Jetzt führt die FPÖ derzeit nicht nur bei den Umfragen zur EU-Wahl, sondern auch bei jenen zur Nationalratswahl und zwar durch die Bank in allen Umfragen. Was macht die ÖVP denn derzeit falsch, Ihrer Meinung nach? Also zum einen, die Umfragen widerspiegeln auch ein Stück weit nach wie vor, dass ja diese letzten Jahre mehr als herausfordernd waren für die Menschen. Wir haben nach der Corona-Krise gleich die Energiekrise bekommen, die Inflation, die Teuerung, den Krieg gegen die Ukraine, mittlerweile Krieg im Nahen Osten. Das bedeutet alles sehr viel Unsicherheit und das bedeutet vor allem für Regierende auch immer wieder besondere Herausforderungen. Ich stehe dazu, als Bundeskanzler von Österreich auch Entscheidungen treffen zu müssen, die unpopulär sind. Das ist aber eben auch notwendig, wenn man Verantwortung trägt. Das zeigt auch Haltung und gibt auch aus meiner Sicht damit Orientierung. Und ich bin davon überzeugt, dass das Wahlergebnis ein anderes sein wird, als die Umfragen derzeit zeigen. Es wurde so eine schwierige Zeit wie jetzt auch von den Meinungsforschern noch nie erhoben. Es sind ganz viele Unbekannte dabei, die auch sich auswirken können. Wir haben gesehen, die letzten Umfragen, die vor Wahlen veröffentlicht worden sind, gerade gegen die Volkspartei von Kärnten bis Tirol, große Differenzen. Mein Ziel ist es, die Menschen zu überzeugen. Mein Ziel ist es, am Wahltag den Auftrag zu bekommen und daraus dann eine Regierung bilden zu können, die wieder eine breite Mehrheit im Parlament hat. Ihr Klubobmann August Wöginger hat unlängst in einem Interview gemeint, die Regierung hätte so viel gemacht, dass die Menschen es nicht fassen könnten. Teilen Sie diese Meinung? Ja, er hat damit recht, dass wir sehr viele Maßnahmen gesetzt haben in einer hohen Taktung. Also fast jede Woche gab es neue Beschlüsse. Dass wir es geschafft haben, die kalte Progression in schleichenden Lohnfraß abzuschaffen, hat uns niemand zugetraut. Dass wir unser Steuersystem nachhaltig reformiert haben durch die ökosoziale Steuerreform, dadurch, dass CO2 plötzlich einen Preis bekommen hat, aber wichtig ist für den Klimaschutz und damit auch für die Zukunft Österreichs. Das sind alles Maßnahmen, die sehr kompliziert, sehr schwierig waren. Die Pflegemilliarde, wenn ich daran denke, dass das Thema Pflege ein ganz ein brennendes Thema ist. Und die Pflegereform an sich, das heißt, wie kann man schneller die Ausbildung harmonisieren, wie können wir, das ist noch ein nächster großer Schritt, schneller auch Pflegekräfte nach Österreich bringen. Also all das waren ganz schwierige und oft komplexe Gesetzesvorhaben, die wir gemeinsam gelöst haben. Und ja, dadurch, durch die Masse, ist es schwierig, die auch dann jeweils immer in der Öffentlichkeit ausreichend präsentieren zu können. Da spielt natürlich insbesondere auch die Inflation derzeit in der öffentlichen Meinung eine Rolle. Jetzt ist es so, die Inflationsrate in Österreich ist deutlich höher als im EU-Schnitt. Die Regierung argumentiert immer damit, dass die Kaufkraft dafür bei uns höher ist. Aber muss man nicht auch selbstkritisch sagen, dass hier einfach andere Länder bessere, effektivere Maßnahmen gegen die Teuerung gesetzt haben als wir? Also ich glaube, man muss einfach unterscheiden, welche Zielsetzungen waren gegeben. Sie haben heute Länder, wo die Inflationsrate tatsächlich niedrig ist, aber die Reallöhne nicht gewachsen sind, sondern eher gesunken sind und damit die Menschen sich das Leben weniger leisten können. Sie haben recht, die Inflation ist ein Problem. Wir waren letztes Jahr im Jänner bei über 11%, jetzt sind wir bei über 5%. Das heißt, es ist schon deutlich gelungen, die Inflation zu senken. Dieser Weg muss sich fortsetzen. Das, worauf hingewiesen wird, ist, man muss ein Stück weit bei den Vergleichen vorsichtig sein. Österreich hat in seinem sogenannten Warenkorb, aus dem die Inflation berechnet wird, einen hohen Anteil an dem Dienstleistungssektor. Klingt wieder technisch, heißt nichts anderes. Der Tourismus spielt eine wesentliche Rolle. Jetzt ist der Tourismus nach Österreich wieder voll zurückgekehrt. Wir haben sensationelle Buchungszahlen, gute Umsätze. Wir haben eher das Problem, zu wenig Beschäftigte in Österreich im Tourismus zu haben. Heißt aber auch natürlich, dass das ein Mitstück auch ein Inflationstreiber ist. Das heißt, wir müssen die Balance finden. Die Inflation gilt es weiter zu bekämpfen. Warum es uns so wichtig war, die Kaufkraft zu erhalten, ist, dass die Menschen
in dieser Krise unterstützt werden, das Leben sich weiter leisten zu können. Das sind unterschiedliche Ansätze, das stimmt, aber ich kann Ihnen auch noch ein Beispiel nennen, das immer wieder gebracht wird. Spanien wird immer sehr lobend erwähnt, stimmt, Spanien hat eine sehr niedrige Inflation. Dort haben die Menschen aber an Kaufkraft verloren, dort haben sie weniger Geld zur Verfügung und vor allem sie haben eine hohe Arbeitslosigkeit und zum Beispiel bei der Jugendarbeitslosigkeit stehen sie bei knapp 30%. Das ist tatsächlich ganz anders als in Österreich. Wir haben sensationelle Beschäftigungszahlen nach wie vor, obwohl die Wirtschaft sogar jetzt partiell auch Schwächen gezeigt hat. Wir brauchen Beschäftigte, also das heißt, die Dynamik in Österreich ist eine andere. Aber ja, Botschaft klar verstanden, auch in der Regierungsarbeit tun wir alles, damit die Inflation weiter zurückgeht. Wie tun wir das? Wir haben den Stromkostendeckel weiter verlängert. Das heißt, es bleibt die Deckelung hier für die Menschen erhalten, dass günstigerer Strom verfügbar ist. Wir haben den Mietpreisdeckel eingeführt. Wir haben die Zufallsgewinnsteuer auch auf Produkte von Gas erweitert, weil das bisher ausgenommen war. Das heißt, wir setzen auf der einen Seite Maßnahmen im Eingriff, wie durch Stromkostendeckel oder Mietpreisdeckel, und auf der anderen Seite aber auch durch die Steuerentlastungsmaßnahmen in der Summe und auch durch die Valorisierung der Sozialleistungen, Erhöhung der Pensionen, dass die Menschen eben, wie gesagt, mehr Geld zur Verfügung haben. Herr Bundeskanzler, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann dürfen wir gleich weitersprechen und dann sprechen wir über Herbert Kickl. Da haben Sie ja einige doch recht deftige Sager auch bei Ihrer Rede parat gehabt. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Zu Gast heute Abend ist der Bundeskanzler Karl Nehammer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Bundeskanzler, wir haben jetzt schon über den Österreich-Plan gesprochen. Ein wesentlicher Teil Ihrer Rede waren aber auch Angriffe auf Herbert Kickl, obwohl Sie ihn namentlich in der Rede zumindest nicht genannt haben, gestern in der ORF-Pressestunde dann allerdings schon. Da haben Sie auch gesagt, Sie schließen eine Koalition mit Herbert Kickl aus. Das haben Sie jetzt eh schon öfters gesagt, nicht aber mit der FPÖ. Mit wem in der FPÖ könnten Sie sich denn eine Koalition vorstellen? Ja, es gibt genug Gemäßigte in der FPÖ. Es gibt auch noch Kontakte von früher. Wir waren ja mal gemeinsam auch in einer Koalition. Aber würde ich jetzt Namen nennen, würde ich diese Gefährden. Herbert Kickl führt ein sehr strenges Regime in seiner Partei. Worum es mir geht, ist einfach auch aufzuzeigen, dass das Jahr 2024 ein Jahr der Richtungsentscheidung wird. Über den wir jetzt gerade gesprochen haben, der tendiert immer wieder dazu, die Welt, in der wir leben, sehr dunkel und sehr schlecht zu zeichnen. Er hat sich selbst auch komplett ins Lager der Verschwörungstheorie-Anhänger verschrieben. Das kann man immer wieder bei seinen Reden sehen. Er hat ein schwieriges Verhältnis offensichtlich zur Demokratie, wenn er Fahndungslisten ausschreibt und das in einer Rede dann auch noch kundtut oder sagt, er sei stolz darauf, wenn man ihn als rechtsextrem bezeichnet. Er trägt das als Auszeichnung und wie einen Orden auf seiner Brust. Daher ist für mich die Sache klar, mit der FPÖ und einem Herbert Kickl, der sich selbst so radikalisiert hat, ist aus meiner Sicht kein Staat zu machen. Deswegen war die klare Ansage. Mein Ziel ist es, dass ich so viel Vertrauen erreiche bei der Wahl, dass es mir dann im Anschluss gelingt, wenn die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, eben eine stabile Regierung zu bilden. Ich bin der Amtsinhaber, es gibt die Herausforderer. Also geht es jetzt darum, dass man tatsächlich dann eben am Wahltag sieht, wie die Wähler gewichten. Wie würde denn ein Kanzler Herbert Kickl Ihrer Meinung nach das Land verändern oder was würde das bedeuten für Österreich? Er hat bewiesen dort, wo er Verantwortung getragen hat, dass er immer auch die Zerstörung im Vordergrund sieht. Ich denke daran, wie er als Innenminister im Innenministerium den Verfassungsschutz zerstört hat und das Vertrauen nachhaltig geschädigt hat. Es hat viele Jahre gebraucht eigentlich und Monate, dass wir das Vertrauen auch der Partnerdienste, der westlichen Geheimdienste wieder zurückgewonnen haben. Warum ist das wichtig? Weil der Informationsaustausch auch ein Sicherheitsnetz für Österreich darstellt. Er hat Investitionsschwerpunkte gesetzt, die wir alle miterlebt haben. Also ihm waren Pferde wichtiger als Investitionen in Ausrüstung oder Struktur. Er hat tatsächlich von all dem, von dem er spricht, nichts davon umgesetzt. Er hat kein einziges Gesetz aus der Migrationskrise, das damals ausgelaufen ist, verlängert. Er hat keinen Asylstopp verhängt. Er hat mehr Flüchtlinge in der Grundversorgung gehabt als Gerhard Kahner jetzt. Und er hat vor allem mehr Afghanen Asyl gewährt als Gerhard Kahner heute. Aber wenn Sie ihn reden hören, klingt das alles ganz anders. Ich glaube, man muss ihn an seinen Taten messen. Er hat bewiesen, dass er es nicht kann und dass er ein Sicherheitsrisiko ist. Und das hat er zum Schluss bewiesen, wie er versucht hat, die Menschen aufzuhetzen
und Stimmung zu machen gegen Sky Shield, das ist der Raketenschutzschirm. Wir sehen seit dem Angriff der Russischen Föderation gegen die Ukraine, dass die Bedrohung durch Drohnen oder ballistische Raketen immer größer wird. Sie werden auch immer leichter verfügbar. Länder wie der Iran stellen sie massenweise her. Also es geht nicht nur darum, dass Staaten im Besitz von Drohnen sind, sondern auch terroristische Organisationen. Das heißt, ein Raketenschutzschirm an sich ist eine wichtige und richtige Investition. Er hat dagegen gehetzt, er hat dagegen gesagt, wir gefährden die Neutralität. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eine europäische Initiative, die aber die Hoheit der Entscheidung, welches Flugobjekt bekämpft wird, immer in den Staaten selbst belässt. Das heißt, es gibt da kein Problem der Souveränität und damit auch nicht der Neutralität. Aber es gibt eine Chance an Hochtechnologie für Sicherheit in Österreich, für die Menschen in Österreich teilzuhaben. Er hat sich dem wieder aus politisch-taktischem Kalkül verweigert. Ihm war die Skandalisierung wichtiger und eben die Menschen zu beunruhigen, dass die Neutralität deshalb gefährdet sei. Man sieht einfach, dass er nicht bereit ist, da politische Verantwortung zu übernehmen. Und ja, das gehört aber zum Regieren dazu. Es gehört eben dazu, eine Haltung zu zeigen und auch Orientierung zu geben. Und wenn man das nicht kann, dann muss man es auch aus meiner Sicht dann sein lassen. Und das ist der Grund, warum Herbert Kickl eben da aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko ist. Sollte die FPÖ dennoch bei der Wahl Erster werden, wie derzeit die Umfragen vermuten lassen, wären Sie eigentlich bereit, eine Koalition zu unterstützen, um einen Kanzler Herbert Kickl zu verhindern? Das sind so Was-wäre-wenn-Fragen. Mein Ziel ist es, Erster zu werden. Ich bin der Amtsinhaber, die anderen sind die Herausforderer. Die Umfragen sind die Umfragen jetzt. Der Wahltag wird entscheiden. Ich habe mich klar positioniert. Da haben viele davon abgeraten, das nicht vor einer Wahl zu tun. Für mich ist das wichtig. Die Menschen müssen wissen, woran sie sind. Deswegen auch meine klare Aussage, solange Herbert Kickl Parteiobmann der FPÖ ist, keine Koalition mit der FPÖ. Aber es geht vor allem darum, aufzuzeigen, warum das so ist. Wie gesagt, dadurch, dass er in diesen vielen Maßnahmen, die er schon selbst politisch verantwortlich gezeigt hat, dass er dann tatsächlich unverantwortlich ist, ist es einfach notwendig, hier Klarheit zu schaffen. Ist es für Sie eigentlich in Stein gemeißelt, dass der Erste bei der Wahl auch den Kanzleranspruch hat? Das Entscheidende bei Wahlen ist immer, dass es Mehrheiten gibt im Parlament, und zwar tragfähige und solide Mehrheiten. Und darum werde ich mich auch bemühen. Aber das heißt, Sie machen keine Ansage wie einst Wolfgang Schüssel, der damals gesagt hat, als Dritter geht in Opposition. Es geht das jetzt einmal vor allem dann zunächst einmal noch zu regieren, die Amtsgeschäfte weiterzuführen und dann einen Wahltag und eine Wahl zu schlagen. Und dann wird man sehen, wie die Menschen gewichten. Sie haben Herbert Kickl gestern sogar als rechtsextrem bezeichnet. Was macht ihn denn Ihrer Meinung nach zu einem Rechtsextremen? Naja, zunächst ein hartes Wort. Finde ich nicht, weil er selbst hat sich ja so bezeichnet. Sie können uns vielleicht in diesem Archiv die Stelle anschauen, wo er stolz verkündet, dass er, wenn er rechtsextrem bezeichnet wird, es als Orden sieht und er einen Stolz auf der Brust trägt. Also er selbst definiert sich ja so. Und ich habe nichts anderes getan, als seine Selbstbeschreibung auch jetzt öffentlich darzustellen. Aber wenn er wirklich rechtsextrem ist, müsste dann nicht eigentlich der Verfassungsschutz gegen ihn ermitteln? Es gibt ja in der Demokratie gibt es ganz viele Bandbreiten. Das heißt, von gemäßigt, so wie die Volkspartei Mitte rechts ist, gibt es ein Parteienspektrum rundherum um uns. Und es gibt auch extreme Parteien. Das ist so lange möglich, solange sie nicht gegen Gesetze verstoßen. Aber entscheidend ist, was verbirgt sich dahinter, wenn jemand, so wie er, in einer Rede launig sagt, dass er gerne tritt, wenn er dann politisch an der Macht ist. Also wenn er Gewalt anwenden möchte, wenn er sagt, dass er andere, die nicht seiner Meinung sind, auf Fahndungslisten schreiben möchte, dann zeigt das eben eine Form des Demokratieverständnisses und das ist in seiner wohl eher extremistisch. Ist dieses Wort rechtsextrem Ihrer Meinung nach nur auf Herbert Kickl zutreffend oder gibt es überhaupt Teile in der FPÖ, die Sie als rechtsextrem bezeichnen würden? Ich bin kein Politikberater der Freiheitlichen Partei. Ich weiß, dass es dort sehr viele Vernünftige gibt. Ich weiß, dass Herbert Kickl und sein Team rundherum sehr ein strenges Regime führen. Das muss die Freiheitliche Partei selbst entscheiden, wie sie sich aufstellt und von wem sie sich anführen lassen. Entscheidend ist für mich, dass der Österreich-Plan, der vorliegt, für die Österreicherinnen und Österreicher interessant ist als Richtungsschnur. Wohin kann sich Österreich entwickeln? Durch Entlastungsmaßnahmen, durch Investitionen, durch eine Gesellschaft, die bereit ist, neugierig zu sein und sich weiterzuentwickeln. Das ist das, was ich den Menschen anbiete und darum geht es mir. Jetzt unabhängig davon, dass Sie eben sagen, Sie würden mit Herbert Kickl keine Koalition bilden, wenn man sich Ihren Österreich-Plan durchliest, und das war eigentlich auch die Meinung vieler Kommentatoren, dann liest sich das schon ein bisschen wie ein schwarz-blaues oder blau-schwarzes Regierungsprogramm. Wäre das nicht mit der FPÖ, mit den Teilen, die Sie als gemäßigt bezeichnen, am einfachsten umzusetzen? Ich habe in den letzten vier Vierteljahren jetzt mittlerweile gelernt, dass es
viel mehr Möglichkeiten gibt, als man vorher annimmt. Wenn Sie mir vor Jahren gesagt hätten, dass ich mit einer grün-alternativen Linkspartei das höchste Verteidigungsbudget in der Geschichte der Zweiten Republik beschließen werde, gemeinsam den Raketenschutzschildantrag stellen werde, dass wir tatsächlich da Teil davon werden, dann hätten viele Kommentatoren gemeint, das ist unmöglich. Also was meine ich damit? Entscheidend ist, dass nach einem Wahltag vernünftige Menschen zusammenkommen und seriös über eine Zukunft für Österreich verhandeln und eine tragfähige Mehrheit bilden. Das ist das, was ich am stärksten mitnehme, auch aus unserer Koalitionserfahrung jetzt. Mhm. Kommen wir zum Ende. Kritik gab es zuletzt auch immer wieder am Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Wird er für die nächste Nationalratswahl eigentlich kandidieren? Das ist die Entscheidung des Wolfgang Sobotkas. Okay, aber wenn es nach Ihnen geht, soll er nach der nächsten Wahl Nationalratspräsident bleiben? Wolfgang Sobotka ist ein sehr streitbarer und gleichzeitig aber auch sehr klarer Mensch. Er hat seine Amtsgeschäfte als Nationalratspräsident sehr leidenschaftlich bisher geführt. Er hat ein großes Verständnis für Kultur und Geschichte, hat viel geleistet im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus. Und daher aus meiner Sicht heraus ist er ein sehr, sehr herzeigbarer und würdiger Nationalratspräsident. Und ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage, Herr Bundeskanzler. Sie sind in den letzten zwei Jahren immer wieder auch scharf in der Kritik gestanden. Es war keine einfache Zeit, auch global betrachtet. Gab es eigentlich Momente in diesen zwei Jahren, wo Sie gesagt haben, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich könnte vielleicht auch ein bisschen ein angenehmeres Leben führen als Bundeskanzler. Es waren tatsächlich sehr herausfordernde Momente, vor allem von großer Sorge getrieben. Die Verantwortung für 9 Millionen Menschen zu haben und zu empfinden, ist tatsächlich außergewöhnlich. Gleichzeitig, was einem dann aber Kraft und Motivation gibt, ist, wenn so ganz schwierige Themenfelder, die fast unlösbar am Anfang schienen, gelöst werden. Was meine ich damit? Erinnern Sie sich zurück, vor zwei Jahren war die größte Angst, ob uns das Gas ausgeht und ob wir genug Gas für den nächsten Winter haben werden, ob wir heizen können, Strom produzieren können, ob unser Leben an sich überhaupt noch so stattfinden kann. Wir haben dieses Problem gelöst, wir haben neue Strategien gewählt, das haben uns davor auch ganz viele und mir als Bundeskanzler ganz viele Menschen gesagt, das wird sich alles nicht ausgehen, es gibt keine anderen Ressourcen und die Pipeline-Kapazitäten sind zu knapp, also sehr viel Negatives. Ja, ich habe mich davon und wir als Regierung haben uns davon nicht abbringen lassen. Wir haben dafür gekämpft, ich habe dafür gekämpft und es hat sich gelohnt. Und wenn man so einen Erfolg dann tatsächlich erlebt, dann gibt das wieder viel positive Kraft und Energie zurück. Und ich muss auch sagen, die Begegnungen mit den Menschen in Österreich an sich sind immer wieder sehr wertschätzend, sehr unterstützend und einfach auch spannend. Und du siehst, dass es einen Sinn macht, politisch gestalten zu dürfen. Das ist das Faszinierende an der Demokratie. Man weiß gar nicht, dass man einmal in so eine Rolle kommen kann. Dann durfte ich tatsächlich Bundeskanzler werden. Und dann geht es darum, dass man durch viele Herausforderungen auch viele neue Möglichkeiten schafft. Und das ist das, was ich nur jedem auch mitgeben möchte, sich an der Demokratie zu beteiligen, sich politisch zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu tragen, ist eben auch sehr kraftgebend. Aber abschließende Frage noch, wenn Sie nach der nächsten Wahl nicht mehr Bundeskanzler wären, würden Sie dann trotzdem politisch tätig bleiben oder würden Sie sich dann zurückziehen? Es ist wie jetzt, glaube ich, wenn man sich dieses Wahljahr anschaut, dann ist es wie im Spitzensport, man fokussiert sich dann auch auf das Wahlgeschehen. Und ich habe gelernt, keine zu großen langfristigen Pläne zu machen. Es ist bei mir bisher immer anders gekommen, als ich es geplant habe. Das heißt, das, was ich tun werde, ist, ich lasse mich auf das Leben ein, so wie es ist. Und dieses Wahljahr 2024 wird sehr herausfordernd und spannend. Herr Bundeskanzler, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.